kann was werden. Ja, das hört sich gut an. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und wir sind wieder zurück bei Carsten Dussmann. Und wir sind zurück im Dressurviereck, denn jetzt ist das Dreikronenteam unterwegs. Jetzt ist Schweden in der Bahn. Mit auch einem absoluten Top-Reiter. Jawohl, da ist nämlich Patrick Kittel mit Deja unterwegs. 11 Jahre alt, die Stute von Silvano. Schwedisch gezüchtet, allerdings mit deutschem Blut ausgestattet. Schweden hat seine besten Ergebnisse gehabt mit Tine Willemsen-Silfen mit etwa 75,1% und Emlyn Nerreuth mit etwa 71,8%. So, wenn wir das jetzt mal zusammenzählen, sind wir bei Pi mal Daumen 147%. Dann können wir sagen, dass Deutschland jetzt mal ohne Christina Böhl-Spree 226% hat, dann müsste gute Mann aus Schweden hier ja mindestens mal 79% reiten, um noch an Deutschland vorbeizuführen. Die Equipe voraussetzen, dass also Christina Böhl-Spree hier heute komplett daneben liegen würde in ihrer Leistung. Beides scheint mir ausschließbar zu sein. Also Kittel schafft nicht die 79-80 und Frau Christina Böhl-Spree wird mit Sicherheit nicht das Streichergebnis, sondern wir hoffen es, das Bestergebnis und ein deutliches Bestergebnis. Aber wir müssen uns noch ein wenig gedulden. Schweden hat auf jeden Fall eins erreicht, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das steht fest, genauso wie die gleich noch zum Abschluss folgende spanische Nation aus Sicht der Qualifikanten. Und dann kommt ja das letzte Paar aus Deutschland ins Spiel. Dann wissen wir, wie die Medaillen vergeben werden. Patrick Kittel, Deutschland zu Hause, auch schon einige Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften bestritten. Und übrigens war mein Vater von Matthias Alexander Rath bei Klaus Martin Rath vor langer, langer Zeit ein Praktikum gemacht. Ging dann ein Jahr zu Klaus Mike. Früheren Mannschafts- Olympia, Mannschaftssieger, Mannschaftswelt- und Europameister, einem wahren Reitmeister, der auch einst mal Bundestrainer war, Trainer der Nationalmannschaft der USA und vieler, vieler Privat-Dressur-Reiter. Er hat viele nach oben gebracht. Und das hat auch sicherlich die reiterliche Karriere und das Format eines Patrick Kittels weitergeführt. Das war wirklich gut hier, diese Lektion, der fliegende Wechsel von Schwung zu Schwung. Aber er bewegt sich nicht dorthin, um ein Bestergebnis der Schweden zu werden, denn das hält ja im Moment noch Tine Willemsen-Silfen mit 75,12%. Das ist ja dieses Wechselspiel in einer solchen Aufgabe zwischen dem höchsten Grad der Schwungentfaltung ist in dem höchsten Grad der Versammlung hereinzugehen. Die Schubkraft einmal von der Hinterhand im starken Kraft und dann das Wechselspiel zur Tragkraft der Hinterhand, die jetzt das Pferd aufnehmen muss, tragen muss, eben in
der Balance halten muss sich mehr und mehr unter den Schwerpunkt, in Richtung des Schwerpunkts.